Lute. Kein Foul und das 1:0 für Team Busk. Der wird angelaufen von Behrens, dann dieser Fehlpass. Khedira überlässt für Kevin Behrens. Team Lute für mich in den ersten 30 Minuten etwas besser. Jetzt Schusschance für Abdullahi. Und da ist er, der postwendende Ausgleich. Kruse und der mit einem tollen Pass in den freien Raum für Süleyman Abdullahi. Der hier mit ansehen muss, wie Team Busk wieder die Führung erzielt. Ein kurioses Tor. Platz und Zeit. Dayaku könnte schießen. Schießt und macht hier den Deckel drauf. Leon Dayaku mit dem Treffer zum 3:1 für Team Busk. Damit sollte die Entscheidung gefallen sein in diesem Testspiel. Nico Gieselmann mit dem Freistoß. Und das Tor für den ersten FC Union. Hat's dann geklingelt. Haben sie sich schön gelöst. Und es war Kevin Behrens, der Neuzugang von Sandhausen. Vogelsammer. Klasse durchgesteckt. No go! Und da ist das Tor. Und jetzt ist die Frage, wer war da zum Schluss dran? Sei es drum, der erste FC Union führt mit 2:1. Lira. Schöner Ball, Baumgartel. Und dann im Nachsetzen der Innenverteidiger. Zum dritten Mal die Führung für den ersten FC Union in diesem Spiel. Dann wird es kurz ausgeführt auf Kade. Und Vogelsammer! Ganz starkes Ding! Und Vogelsammer mit dem perfekten Kopfball rein ins lange Eck. Jason, klasse zum Spiel. Scholek. Scholek spielt er nochmal quer, macht das selber, spielt nochmal quer. Doppelpack von Vogelsammer. Und dann macht es der erste FC Union dann hinten raus doch deutlich. Und der Ausbruch und das Außennetz ist es nicht. Das ist das Tor direkt rein. Perfekt abgezogen. Hier setzt sich Ingwertsen ab. Stark, kommt zu spät. Ja, das ist ein schwieriger Ball. Das ist ein verdammt schwieriger Ball. Und das ist das 2:0. Missverständnis zwischen Will und Broll. Treffer zählt. Vogelsammer netzt ein. Und das war am Ende für wahr. Einfach für ihn, aber klasse, wie er sofort da ist. Entscheidung Ingwertsson für diese wunderschöne Hereingabe. Robin Knoche, schon angesprochen. Ja, und mit links, fast wie erwartet, aber der Ball bleibt in der Mauer hängen und dann der Nachschuss! Und was für ein schöner Strich! Torhüter war auch so ein bisschen nach links orientiert, Direktabnahme.
Union jetzt im Angriff schauen. Gut getimt. Super. Super gespielt. Schnell gespielt. Und der Absender war Nico Gieselmann. Oh, das war eine Traumkombination. Auch wenn du dich natürlich glücklich schätzt, wenn du so viel Platz bekommst zum Köpfen. Aber den musst du dann auch erstmal so im Tor unterbringen.